Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Age of Mythology, die goldene Gabe, Part 3, Kampf um die Schmiede. Wer wird als erster den goldenen Eber fertigstellen? Keine Ahnung, schauen wir es uns mal an. The old man was right. Ikri's already here. Get to the forge, that youngster won't beat me. Ikri has captured the forge. Yo. Zu dir. Toll. Müssen wir jetzt unseren eigenen Bruder bekämpfen? Ist das euer Ernst? Geht mal ein bisschen Gold schürfen. Holz haben wir da auch. Timberschwett. Wie schaut's mit unseren Waffen aus? Hauptsache, wir haben Eisenschilde und alles andere ist Kupfer. Naja, ist ja egal. So. Machen wir hier nochmal drei Zwerge. Skipper. Erstmal ein bisschen umsehen hier, oder? Ich habe ja schon am Anfang oder des zweiten Parts gesagt, dass mich der erste Part schon so ein bisschen, ich will nicht sagen, enttäuscht hat, aber vielleicht habe ich einfach nur zu hohe Erwartungen gehabt. Ja? Das kann natürlich sein. Ich hoffe natürlich, dass die Erwartungen jetzt nee, oder? Ich kann keine Felder anlegen. Das ist ja mies. Ja gut, wenn wir... Wir können uns auch volle Kanne auf Fisch konzentrieren, ne? Oder auf Bären. Je nachdem. Machen wir das so. Muss ich da oben auch was hinsetzen? Ich mach's einfach mal. Safety first. Der Rest kommt nach. Ja, brauche ich eigentlich... Da brauche ich gar nicht sparen. Dann hat sich das... Im Grunde genommen hat sich das jetzt erledigt. Warum mache ich so viele Ochsenkarren? Ich habe mich verdrückt. Entschuldigung. So, machen wir das einmal. Dringend ein bisschen Fisch. Sind nur zwei Fische hier. Ist das dein Ernst? Das ist jetzt nicht das, was ich erwartet habe. Ich habe da irgendwie mit ein bisschen mehr gerechnet. Ah, es geht doch. Erstmal ein bisschen gucken. Gucken. Vielleicht sollte ich hier auch noch einen Hafen hinsetzen. Das wäre eigentlich besser. Besser wäre es ja. Aber ich habe kein Holz. Ich habe kein... Eitri, durch die Wachsamkeit. Was muss ich eigentlich tun? Erobern Sie die Schatzkammer, bevor Eitri den goldenen Eber fertig... Oh, lol. Oh, shit. Oh, shit. Ich hasse Zeitlevel. Da bin ich kein Freund von. Vielleicht habe ich jetzt ein bisschen übertrieben mit den Zwergen. Ah, egal. Passt schon. Wenn wir das hier haben, dann sollte es passen. Auge des Horus. Die Frage ist, hat Eitri uns eine Falle gestellt? Trolle. Trolle sind Fernangreifer. Das geht noch. Ich mach einfach dem... Ich störe ihn, wo es nur geht. Kein Fisch, keine Nahrung, keine Gegenwehr. Ja?
So zumindest der Plan. Yo. Das ist doch jetzt ein Witz, oder? Ich habe da einen Haufen Boote produziert und ihr wollt mir jetzt hier was... Nee, komm. Komm. Nein. 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 Komm. Auf geht's. Wir müssen Eitri aufhalten. Stoppet Eitri. So, na komm her. Ich habe keinen Bock, gegen Türme und dich anzutreten. Zusammenkunft. Da-dam, da-dam, da-dam. Eitri hat die Pfeile der Alpha gefunden. Mach du nur mal mit deinen Pfeilen der Alpha. Ich hab die Eisenschilde, mein Freund. Ich bin eisern. Mein Wille ist eisern und so. Ich brauch verdammt nochmal mehr Holz. Das geht gar nicht. Ich hab auch schon wieder 5. Temperschwett. Ja, mit meiner Hallo. So, sie werden den Eber fertigstellen in Hasse nicht gesehen und Hasse nicht gesehen. Hey, das ist nicht schön von dir. Ey, das ist doch jetzt ein Scherz, oder? Jetzt versucht er sich auch noch zu wehren. So haben wir es gern. Mein Freund. Eitri. Das ist doch scheiße. Das ist doch scheiße, sowas. Oh Gott. Ach du bist genauso wie ich so ein bisschen gefesselt. Macht mal was, bitte. Fischt, wie ihr noch nie gefischt habt. Aber Fisch. Okay, liebe Freunde, wir haben Eitri auf jeden Fall erstmal schön abgeschnitten von seinen Ressourcen. Zumindest vom Fisch hier. Hoffe ich. Machen wir hier noch ein paar Türmchen hin. Noch ein paar schöne Türmchen. Machen wir hier auch noch eins, gell? Kann ich da? Dann sind endlich diese Scheißdinger weg. Machen wir mal so ein bisschen Waffenpanzerung. Wir kriegen gerade Nahrung en masse, sag ich euch. En masse. Ich hätte gerne, dass du runtergehst. Eitri, mach eine Biege. Der ist ja mega schlecht. So, warte ich noch, bis ich noch ein bisschen mehr Holz krieg. Guckt euch das an. Das ist der Zwergenwahn. Der Zwergenwahn. Das bräuchte ich im Übrigen auch noch. Komm. Guck ich das an, wir haben 14 Fischerboote. Und wir haben immer noch keine Kaserne, das wollte ich hier nur mal erwähnt haben. Ich hätte gern Ulfsarg. Der wird mir dann hier die Base weiterbauen. Ich will nicht dich.
Leg dich nicht mit dem Bunkerkönig an, mein Freund. Da ziehst du immer den kürzeren. Die Frage ist ja natürlich, was machen wir mit all den Zwergen, wenn kein Gold mehr da ist, ne? Ja, Samsicht. Samsicht. Da noch ein Marktplatz, Hafen, sag ich schon. Ich bin auch schon ganz perplex. Ja. Warum mache ich das? Das brauche ich eigentlich überhaupt nicht. Also, irgendwie, muss ich ganz ehrlich sagen, enttäuscht mich diese Mission gerade ein bisschen. Ich habe da irgendwie mehr erhofft. Bisher ist das so ein bisschen Larifari. Er sammelt hier nur seine Reliquien und lässt seine vor die Hunde laufen. Um es mal ganz krass zu erwähnen. Machen wir noch hier vorne ein paar Langhäuser. Ja. Tja, wenn du mir so viel Zeit lässt. King of the Hill für Arme. Mit 5 Türmen und eine Bergfestung kriegst du mich so leicht nicht mehr hier weg. Da musst du schon mit Belagerungswaffen kommen, mein Freund. Erstmal ein paar Ochsenkarawanen. Ja, so viel mache ich immer. Dann machen wir. Oh cool, wir haben Loki. Ich will Riesen haben. Skepan. Dann machen wir noch mal ein paar Häuser. Erstmal 5. Sollten ja theoretisch reichen. Machen wir das. Könnte ich eigentlich auch das machen, ne? Soll ich vielleicht... Nee, Ulfial ist scheiße. Finde ich. Erstmal ein bisschen hier. Du kommst mal wieder runter. Dann baue ich hier eine Quelle hin. Da haben wir so einen richtig kleinen Stützpunkt errichtet. Mache ich noch bessere Pferde. Dann sollte das auch passen, denke ich mal, oder? Hopp. Also irgendwie ist das gerade so ein bisschen einseitig. Ein bisschen sehr einseitig, wenn ihr mich fragt. Soll ich da oben vielleicht ein paar Tempel bauen? Nee, mein Freund. So brauchst du mir jetzt gar nicht zu kommen. Weißt du, was ich jetzt machen werde, Aitri? Das hier. Oder ich lasse es. Komm, 50 Nahrung werdet ihr doch herbringen können, ihr Fischerboote. Fischt, wie ihr noch nie gefischt habt. 17 Angriff, das muss man sich mal wegtun. Ah, aber dafür ist das ja auch ein Held. Ein Zauber für Helden, so. Ihr wisst schon, was ich meine. Wie viel sammelst du denn? Ja. 35, 37, 39. Krass, die sammeln 50. Oder? Fürwahr, 50. Ich weiß nicht, was da unten auf mich... Die haben gesagt, Trolle patrouillieren das Gebiet. Deshalb mache ich erstmal meinen Zauber. Wieso habe ich eigentlich als Loki eine Zwergenmine? Ist ja auch egal. Dann sehe ich, wann sie kommen. Sollen wir hier noch einen Tempel hinbauen? Komm, bauen wir hier noch einen Tempel hin. Dann haben wir hier unseren vorgeschobenen Stützpunkt. Direkt an der Schmiede.
falls mal was passieren sollte. Ich glaube zwar nicht, dass da überhaupt irgendwie was passieren wird, aber man weiß ja nie. Da kommt der Nächste. Ist bereit, abgefrühstückt zu werden. Und der Nächste. Und der Nächste. Ja. Was soll ich davon halten? Also erstmal nicht viel, würde ich sagen. Zu einfach. In jedwede Richtung zu einfach. So, wen haben wir denn da? Raserei. Lebenspunkte von Frost. Ich würde ganz gerne einen Feuerriesen bauen, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich habe, mir fehlen aber 3 Stück noch. 3 Gunst fehlt mir noch. Was, ich baue mal noch einen Ulfsack. Ich brauche einen Speer. Die Sichtweite. Ich will spähen. Ja, unsere Ulfsacks, die haben auch schon ordentlich Bums unter der Haube. 14 Damage, meine Freunde. 14. Finnbullwinter. Ich hab's befürchtet. Oh Gott, ich muss 23 Sekunden muss ich hier durchhalten. Ja, die werden meine Ochsenkarren zerdeppern. Das ist ganz klar. Nein, nein, lass doch bitte meinen Ochsenkarren. Nein! Gut, jetzt habe ich ein... Alter Schwede, haben die mir viel von meinen Karawanen gekillt. So. Egal, wir haben Ressourcen en masse. Und sogar genug, um noch einen Feuerriesen zu bauen. Danke, lieber Eitri. Du hast mir sogar noch mehr in die Karten gespielt als alles andere. Ach, Feuerriesen. Ich finde sie cool. Was? Taucht da plötzlich das Schwein vor mir auf, ey. Halleluja. Your idea? That's ridiculous! Why, I... Skult! What are you doing here? Thank you for building this door for me, little friends. You have been quite... predictable. Eitri, brother, this was all the work of Loki. He fooled us into fighting each other. Stolen Freya's gift! Got to get that boar back. Tja, aber das sehen wir natürlich erst morgen. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ja, wir sehen uns morgen wieder, wenn's heißt, die goldene Gabe. Bis denny.